Willkommen zurück zu Spyro. Ja, und guck mal, wo ich bin. Ich habe es endlich geschafft, aber tut mir leid, dass ich das jetzt nicht aufgenommen habe. Ich habe vielleicht 50, 60 Mal, naja, nicht ganz so viel, aber so 20 Mal bestimmt Anläufe gebraucht. Ich zeige euch aber dann noch, wie ich hierher gekommen bin. Das zeige ich euch noch. Oh, Pilze. So, und hier kommen wir jetzt weiter. Im oberen Bereich. Ach, und hier ist noch eine Kiste. Okay, und hier ist der letzte Drache. Was das gerade für ein Stress war. Du beherrschst den Superspin jetzt meisterhaft. Gute Arbeit. Da hatte ich echt schon überlegt, ob ich dieses Level so lasse. Könnt ihr mir glauben? Oh, hier muss es ja noch eine Fee geben. Auf jeden Fall schlafende. Aber ich zeige euch dann noch. Werde ich wahrscheinlich wieder ein Leben verlieren, aber ist egal. Ich zeige euch das noch, wie ich das gemacht habe, dahin gekommen bin. Nur ich wollte nicht, dass die Aufnahme starten, wo ich die ganze Zeit das versucht habe. Weil ein paar Leben habe ich da auch verloren. Ich hatte vorher 8. Ne? Ja. Denn mir ist, ich kann euch auch sagen, warum, mir ist nämlich aufgefallen, hier dieses Loch hier. Und hier ist der Raum, wo die ganzen Türen waren. Ne? Wo der eine Drache war, wo die eine Fee drin ist mit dem Feuer. Das ist der Raum. So, und ich denke mal, entweder stehen die jetzt auf. Die stehen auf. Oh oh, die stehen auf. Ich hoffe mal, die lassen mich auch vorbei. Wie soll ich die sonst? Okay. Ja. Ich muss aber da hoch, wenn ich hier keine Fee finde. Die ist wahrscheinlich da oben, die Fee. Ja, oder hier unten, aber da kommt man ja da nicht mehr hoch. Es sei, die haben hier jetzt einen Strudel hingemacht oder so. Nee. Ich will es nicht riskieren, dass ich dann hier nicht mehr herkomme. Nein! Wieso kann er nicht beim ersten Mal da? Die kann ich doch so nicht töten, ne? Nee. Okay. Der hat mich nicht erwischt. Na, du Sau! Boah, regt mich das jetzt schon wieder auf hier. Okay. Einen vertrage ich noch. Das schaffe ich nicht. Die hauen mich doch gleich. Das schaffe ich niemals bis dahinter. Mist. Ja. Hier hätte ich noch eine Fee gebraucht. Und ich habe bloß noch 3 Leben. Und ich könnte wetten, die haben das so fies gebaut. So, jetzt möchte ich hier... Nein! Aber ich habe noch eine Fee. Okay. Wie soll man hier vorbeikommen? Lass mich mal hier vorbei. Das geht doch gar nicht. Ich brauche die Fähigkeit. Da haben sie aber jetzt Bullshit gemacht hier. Hier kommt man niemals vorbei. Okay. Das ist blöd. So, habe ich denn hier noch irgendwas übersehen?
Mist. Ja, ich kann mir nur vorstellen, wenn wir jetzt hier durchs Loch fallen, dass dann hier ein Strudel kommt. Ansonsten kann ich, weiß ich nicht, wozu der da sein soll. Nee, kein Strudel. Na, dann kann ich euch wenigstens jetzt mal zeigen, wie ich das gemacht habe. Komm, friss dich satt. Und zwar, ich weiß jetzt allerdings noch nicht, wie ich da oben jetzt weiterkomme. Weil der mich nicht durchlässt. Und ich habe echt gedacht, dass jetzt hier ein Strudel kommt. Wenn ich dann sterbe, lande ich sowieso wieder oben. Das war aber eine richtige Qual, Leute. Pass auf. Ich zeige euch das mal. Jetzt wissen, dann ist mir auch klar geworden, wozu dieser Beschleunigungsstreifen hier ist. Ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt hinkriege auf Anhieb. Also ich bin... Ja, das war nämlich das, dass ich hier ständig überall gegengekantet bin. Und das habe ich bestimmt ewig. So, genau so. Und immer wieder zurück. Na, und jetzt in der Aufnahme, da habe ich wahrscheinlich noch weniger Glück. So, hier durch. Ja. Hier. Ah, ja, und diese Kante hier, die hat mich so oft... Aber ich wäre es jetzt für euch hier. Weil ich weiß eh nicht, wie ich da oben jetzt weiterkommen soll. Ohne dass da eine Fee ist. So. Nein! Ich wollte doch... Bei solchen Stellen hasse ich wie die Pest, ne? Aber das haben wir in den E-Level schon gesehen, wo wir rennen mussten. So. Dann hier rüber. Und hier. Und jetzt könnt ihr segeln. So. Hätte ich jetzt zwar nicht gedacht, dass ich das in der Aufnahme schaffe. So, ich möchte jetzt nur wissen, wo die Fee ist. Ich muss doch nicht etwa... Nee, das packt man niemals. Dass ich unten von der... Hey Fee, gib mir. Los. Gib mir. Ich werde hier mal speichern, sicherheitshalber. Hab ich hier irgendwas übersehen? Aber hier ist doch nichts weiter. Oder kann ich von hier oben aus irgendwo anders noch hin? Nee. Na, wenn, dann höchstens zu der Seite. Nee. Da ist ja... Da ist nichts. Die muss ja auch zerstört werden durch... ne? Nee. Also, wenn man jetzt von der Ehenfee... Nee, da müsste man ja den... sich die Fähigkeit unten holen. Ich verstehe auch nicht, warum jetzt hier keine Abkürzung freigeschaltet wird. Ich meine, dass man da bei dem Loch immer hochkommt. Ja, es nützt mir gar nichts da, wenn ich da hochkomme jetzt. Wie viele Steine fehlen denn jetzt noch? Ja. 106. 106 Steine. Und hier ist definitiv nicht das... Also das ist... keine Ahnung. So, ich komme da hoch. Aber dann lässt der mich hier nicht vorbei. Das heißt... Und hier gibt es auch keinen Beschleunigungsstreifen. So, können wir nochmal versuchen. Ja, dankeschön. An die kommt man ja vorbei. Da braucht
brauchen wir sie auch gar nicht beeilen. So, dann können wir noch vermeiden. Der lässt mich ja nicht. Nicht mal mit einem Bug oder so. Ja, lass mich vorbei. Ich will da zu der Tür. Wie soll man denn hier mit dieser Megaflamme hochkommen? Das kapiere ich nicht. Das ist mir einfach zu hoch. Und ich dachte, hier oben wäre eine Fee. Hab ich voll gedacht. Aber außer massenweise Ritter ist hier nichts. Und dafür hat man die Fähigkeit viel zu kurz. Wenn ich jetzt überlege, da muss das hier mit dem Rennen da, ne, rüberspringen, muss das ja gleich funktionieren. Dann muss man noch da hoch und nee. Auf gar keinen Fall. Ich muss hier irgendwo was übersehen haben. Irgendwo habe ich hier. Und ich sag nicht da, weil hier kommt man ja da nicht mehr hoch. Irgendwo hier draußen. Hier muss irgendwo noch eine andere Fee sein. Die einen mit. Nein! Oh Mann. Das war jetzt unnötig. Zwei Leben bloß noch. So, Moment. Kann ich hier runter? Ja, hier runter. Aber ich habe doch hier geguckt. Hier ist doch außer Pilze ist hier doch nichts. Halt auf zu hüppeln, das nervt. Das nervt! Man müsste den ganzen Weg... Nee, also die Fähigkeit wäre spätestens hier, wäre sie weg. Also wenn man großes Glück hat, kann man die Kiste hier eventuell noch. Aber nur mit großem Glück. Okay, man könnte vielleicht mit dem Supersprint hier hoch und dann vielleicht direkt auf die Kiste knallen. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch ich gekommen bin, aber ich habe es ja gerade so geschafft, ne? Habt ihr ja gesehen. Also, ich glaube jetzt nicht, Wo bist du, Fee, wenn man dich braucht? Ach, ich glaube jetzt nicht, dass sie das so kompliziert gemacht haben. Das Spiel ist für Kinder. Das glaube ich jetzt nicht. Ja, und hier bin ich ja gerade vorhin auch durchgesprungen. Ja. Anders könnte ich mir vorstellen, wenn sie jetzt hier so einen Strudel gemacht hätten, dass man hier ab sofort dann, weil man hier jetzt bis hier geschafft hat, dass man dann hier hoch kann, sich von der Feder unten die Superfeuer holt, dann hier hoch. Ja, und dann hat man die Fähigkeit ja ein bisschen und dann könnte man sich das vorarbeiten. Na gut, Leute, ich weiß jetzt nicht, ich werde mal im Internet nachgucken oder gucken, ob ich ein Video finde, weil ich habe hier echt, ich keine Ahnung. Ich weiß das nicht. Und wenn ich dann schlauer bin, dann werden wir uns wiedersehen. Der Part ist dann ein bisschen kürzer geworden. Kann ich jetzt auch nichts dafür. Aber was soll ich machen? Und ich dachte, wir können jetzt das Level beenden. Ja, schön. Hab's endlich herausgefunden und geschafft. Ja, scheiße was. Na gut, dann sage ich mal an dieser Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Spyro. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.